Sehr, sehr überraschend und die Erkenntnis da, dass es sich eben nicht um die kleine Schwester der R1200 bzw. R1300 GS handelt. Im Gelände ist aber die Ergonomie gelungen, würde ich sagen, denn ich habe mich mega wohl drauf gewählt und mega sicher. Und so kam ich zu der Erkenntnis, nicht mein Motorrad. Haben wir selten angefangen. Kühe im Bild und jemand, der hier auf dem Kanal bis jetzt noch nicht wirklich zu sehen war. Er füttert die Kühe. Es geht aber natürlich wie immer um Motorräder. Und hier im Hintergrund seht ihr sie auch schon. Deswegen bin ich zu zweit unterwegs. Mit dabei mein Podcast-Co-Host Jan vom Gasgeflüster-Podcast. Hallo Jan. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Und vor allen Dingen schön, dass wir diese zwei Motorräder hier haben. Einmal die neue BMW F900 GS und die Touareg Aprilia Touareg 660. Die sind unsere Reisebegleiterin hier auf dem Weg nach Bosnien. Wir sind gerade in Berchtesgaden, Berchtesgadener Land, in der Nähe der österreichischen Grenze sozusagen. Haben die erste Etappe hinter uns fast eine Autobahn bisher gefahren. Dementsprechend sind die Eindrücke zu den Motorrädern noch nicht besonders ausgeprägt. Aber wir werden natürlich beide Bikes genauer unter die Lupe nehmen auf dem Weg. Jan, ich möchte aber jetzt auf dem ersten Abschnitt quasi von dir schon mal hören, wie es denn gewesen ist. Du bist bis jetzt hauptsächlich die F900 gefahren, ne? Ich bin nicht unbedingt Team GS, deswegen fällt es mir noch sehr schwer. Bisher macht sie, was sie soll. Die Fahrt sehr angenehm. Ich freue mich jetzt auf die Kurven und dann sehen wir mal, was der Bock so richtig kann. Und der Vergleich zur Aprilia, das kann man glaube ich schon sagen, wird auf jeden Fall vielversprechend und bestimmt überraschend. Also, ihr habt es gehört, zwei spannende Motorräder und in diesem Teil geht es auf jeden Fall vorrangig um die F900 und die Aprilia nehmen wir uns dann gesondert vor und wir sehen uns gleich. Dritter Tag unserer Bosnien-Reise und wir befinden uns im kroatischen Hinterland. Wir haben Zagreb verlassen, sind jetzt auf dem Weg zur bosnischen Grenze und haben dementsprechend schon einige hundert Kilometer auf dem Buckel. Ich auch mit der neuen F900 GS, die steht hier. Und während Jan da hinten noch Mittagspause macht und auf der Aprilia sitzt, will ich euch ein paar Informationen zur F900 GS mitgeben. Das ist ja die Nachfolgerin der F850 GS und hier sind einige Neuerungen am Motorrad, die die neue deutlich performanter, geländeorientierter und Offroad-tauglicher machen. Fangen wir mal bei der Ergonomie an. Sitzhöhe mächtig hoch, 870 mm. Der Lenker auch in der Höhe angewachsen, 20 mm höher als bei der Vorgängerin. Und man sieht es auch an den Fußrasten, die etwas niedriger ausgelegt sind, etwas niedriger als bei der Vorgängerin, um so mehr Geländetauglichkeit mitzubringen. Und zum einen guter Halt auf den Dingen und wenn man sich hier auf dem Bremshebel das anschaut, da gibt es sogar die Möglichkeit, dass man den so auslegt für das Stehen im Fahren mit einem höheren Kontaktpunkt, dass man im Stehen eben besser drankommt. Also die Ausrichtung des Motorrads auf jeden Fall mehr Richtung Offroad und aktives Fahren. Und das sieht man auch an den Federelementen. Die Gabel von Showa, 43 mm Durchmesser, 230 mm Federweg, voll einstellbar. Das Federbein nur in Federbasis und Zugstufe einbar, nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn man, wie hier sichtbar, sowohl für die Zugstufendämpfung als auch auf der anderen Seite für die Federvorspannung die Möglichkeit hat, das Fanversteller einzustellen. Also hier hat man die Möglichkeiten, sowohl auf der Straße natürlich als auch im Gelände die Präferenzen einzustellen. Und Performance ist natürlich ein wichtiger Aspekt, auch was die Motorleistung angeht. Wir haben jetzt 895 Kubik, der Motor 105 PS und viel wichtiger noch 93 Newtonmeter Drehmoment. Die stehen tatsächlich schon bei 6750 Umdrehungen an. Und im Dynamic Mode geht das Motorrad auch ordentlich vorwärts. Ihr seht es, das Motorrad ist sehr dreckig. Wir hatten jetzt die letzten Tage
doch deutlich mehr Regen, als wir uns das erhofft haben. Gott sei Dank, es gibt natürlich Elektronik zum Einstellen. Es gibt einen Rain-Mode, es gibt einen Road-Modus und einen Dynamic-Mode. Eben wie gesagt, auch eine Möglichkeit für Offroad-Präferenzen, die Geschichte zu konfigurieren. Wir haben das tatsächlich, oder ich vielmehr, gestern auch genutzt und profitiert davon, Rain-Modus unterwegs gewesen. Gestern in Zagreb in der Stadt beinahe auf der Nase gelegen, über Gleise gefahren und das Motorrad hinten ausgekeilt, die Elektronik, das ist aber sehr gut wieder eingefangen. Also hat mir gut gefallen und gut gefallen hat mir in den letzten Tagen eigentlich auch die Sitzposition. Kleiner Vermerk an der Stelle, Sitzhöhe wie gesagt 870 mm. Die Bank relativ breit, hohe Sitzhöhe, das sorgt natürlich dafür, dass man, ja, gerade wenn man kleiner gewachsen ist, vielleicht die Füße nicht so einfach auf den Boden bekommt. Für mich hat es das jetzt nicht wirklich gestört, aber man merkt es einfach. Die breite Sitzbank, ein Aspekt, der hier auf jeden Fall erwähnt werden muss. Display natürlich BMW klassisch, gut ablesbar, die Einstellbarkeit über das Kontrollrädchen auf der rechten Seite. Moduswahl auch einfach über die linke Lenkerarmatur und nochmal ein Blick zurück auf das Motorrad, denn wir haben natürlich ein völlig neues Design. Tank anders gestaltet, Front anders gestaltet, die Schwinge in Aluminiumbauweise sehr lang, leichter als das Vorgängermodell und das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesem Motorrad an und für sich. 219 Kilo fahrfertig leer, also ohne Sprit, 14,5 Liter passen rein, aber eben deutlich leichter als die Vorgängerin und das wird vor allen Dingen eben am Tank geholt. Der spart, ich glaube 2,4 Kilo sogar, neuer Akrapovic-Auspuff, der versteckt sich jetzt hier gerade hinter dem Koffer bei mir, aber blende ich euch auf jeden Fall mit ein. Akrapovic-Teil, ich glaube da auch 1,7 Kilo Gewichtsersparnis, das Heck spart deutlich an Gewicht, in Summe wie gesagt 219 Kilo und ja, ich sag mal, wenn der Boden nicht gerade extrem uneben ist, kommt man mit diesem Motorrad auch im Schiebe- und Rangierbetrieb gut zurecht. Wie gesagt, eine einigermaßen Körpergröße bringe ich zum Glück mit. Das hilft dann natürlich, macht die Sache einigermaßen erträglich. Aber es ist eben doch ein hochbeiniges, auf Enduro-Betrieb ausgelegtes Reisemotorrad. Das muss man auf jeden Fall beachten. Ja, da komme ich aber schon so ein bisschen in die Tendenz, über das Motorrad zu reden und über die Eindrücke. Das will ich euch aber natürlich am Ende der Reise vermitteln, im Fazit dann und das gibt's dann aus Bosnien direkt. Wir schwingen uns jetzt wieder in den Sattel und dann gibt es ein Fazit von mir und natürlich auch von Jan, der da hinten sitzt und sich sehr über die Aprilia freut, wie ich das mitbekommen habe. Ne? Richtig. Motorradtour nach Bosnien und die Kalimoto App hat uns auch ins wunderschöne Jajce geführt. Wir haben die Tour natürlich ganz entspannt zu Hause am Laptop geplant. Dauerregen unterwegs hat aber dazu geführt, dass wir einige Anpassungen an der Route vornehmen mussten und das geht tatsächlich super easy über die Möglichkeit, neue Wegpunkte zu setzen und der Kurvenalgorithmus von Kalimoto erledigt dann den Rest und führt einen mit etwas Glück auch eben zu so wunderschönen Orten wie hier in Jajce mit einer spektakulären Burg und Wasserfällen inklusive. Für diejenigen, die Sehenswürdigkeiten gerne auf einer Motorradtour mit einbauen, gibt es die Point of Interest Funktion in der Kalimoto App. Hier kann man eben tatsächlich einfach Hotels, Biker-Treffs, Sehenswürdigkeiten in der Nähe oder auch einfach Übernachtungsmöglichkeiten wie den Campingplatz eingeben, in die Route integrieren und für diejenigen, die in einer größeren Gruppe unterwegs sind, gibt es die Möglichkeit, diese Anpassungen und Routen super easy über einen Link über das Smartphone zu teilen und dann eben in der App abzurufen. Ganz, ganz einfach. So, und wenn ihr jetzt Bock habt, Kalimoto einfach mal auszuprobieren, dann empfehle ich euch, über den Link in der Videobeschreibung auf der Seite mal vorbeizuschauen. Da gibt es alle nötigen Informationen zur App und zu den verschiedenen Modellen, die es da gibt. Und die Entwickler haben ja tatsächlich auch schon verraten, dass in den kommenden Wochen und Monaten jede Menge spannende Funktionen und Updates verfügbar sein werden. Also da unbedingt mal vorbeischauen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir sind angekommen. 1300 Kilometer BMW F900 GS und wir sind im passenden Setup. Zum einen, weil Jan neben mir steht, der die Hälfte der Tour mit der F900 gefahren ist. Und wir sind im alten Steinbruch. Ihr seht das hier im Hintergrund, ein alter LKW. Hier sind noch die Aufschlüsse. Hinunter steht irgendwie eine alte Badewanne oder so. Auf jeden Fall ein Umfeld, mit dem man
oder zu dem man mit dem Motorrad mit Stollenreifen fahren kann bzw. sogar muss. Und das ist jetzt natürlich ein besonderes Umfeld. Wir hatten aber wirklich alles, was man mit einer Reise-Enduro im Laufe einer Osteuropa-Reise am liebsten begegnet, was man gerne erleben möchte. Von perfekten Straßen hin zu Schotterpassagen, Wald, Wasser, Regen etc. Und ich leite direkt zu dir über. Du bist nicht so gern mit der F900 gefahren. Und bevor wir jetzt hier so zu den Detaileindrücken kommen, gib da mal einen Ausblick, warum die F900 für dich so das herausforderndere Motorrad war. Naja, ich glaube, ich muss das so ein bisschen revidieren. Ich bin auf der BMW F900 GS gestartet. Ich bin dieses Modell, auch die Vorgänger, noch nie vorher gefahren. Die vermeintlich große Schwester R1200 GS bzw. jetzt R1300 GS, dafür in der Vergangenheit schon relativ häufig. Und so war der erste Eindruck für mich sehr, sehr überraschend und die Erkenntnis da, dass es sich eben nicht um die kleine Schwester der R1200 bzw. R1300 GS handelt. Und das macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass die ganze Sitzposition, die Ergonomie und auch das Losfahren sich ganz anders verhält als bei dem großen Pendant dazu. Denn man sitzt deutlich straffer, sportlicher und auch irgendwie härter auf dem Motorrad. Der Motor ist deutlich ruckeliger, wie soll man sagen, nicht ganz so einladend wie jetzt vielleicht der Boxermotor in dem Vergleich. Und gerade nach einem sehr langen Test, den wir hatten am ersten Tag mit 6,5 Stunden reiner Zeit im Sattel, kam ich körperlich so ein bisschen an meine Grenzen. Und das muss ich sagen, war das erste Mal in meiner Motorradkarriere der Fall, dass ich wirklich Schmerzen hatte beim Sitzen. Und so kam es. Also das muss man dazu sagen, körperlich sind deine Grenzen nur auf dein Gesäß bezogen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass dir das Motorrad aufgrund der Ergonomie irgendwie die Beine hat einschlafen lassen, dass die Vibrationen so sehr genervt hätten, sondern es ist wirklich nur das empfindliche oder strapaziertere Popometer gewesen. Genau das ist es. Das herausgefordert. Weil sehr breite Sitzbank, sehr straffe Sitzbank, Fahrwerk ebenfalls sehr, sehr straff auf der Landstraße, nimmt nur wenig die Holperungen weg. Und so kam ich zu der Erkenntnis, nicht mein Motorrad. Hat sich aber deutlich verändert. Gestern dann, du hast gesagt, bin ich ein anderes Motorrad gefahren und dann ging es ins Gelände und wir haben nochmal gewechselt und ich dachte zuerst, oh je, was soll jetzt kommen? Und im Gelände habe ich dann aber gemerkt, wo dieses Motorrad wirklich seine Stärken ausspielt. Das hat wirklich überzeugt. Da kamen die von uns eben angesprochenen Faktoren wie straffes Fahrwerk voll zur Geltung. Der Motor auch dort super funktioniert, hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich ein Augenöffner und vielleicht im ersten Moment von mir die falsche Herangehensweise oder Erwartungshaltung mit Bezug auf die Straße. Auch dort Allrounder funktioniert super gut in kleinen, engen Kurven. Der Motor hat ordentlich Punch auch unten heraus. Das ist schon sehr, sehr gut, aber die Stärken aus meinen Augen vor allem im Gelände sehr, sehr sichtbar. Absolut. Also die Ausrichtung der BMW ist meinem Empfinden nach wirklich in den geländesportlichen Bereich geraten. Ne? Wir haben natürlich die Qualitäten, die eine GS mitbringen soll. Wir haben jetzt hier das Kofferset montiert. Auf der einen Seite die IEC ist der Akrapovic Entorf zu sehen. Der ist normalerweise auch von dem Koffer abgedeckt und ist natürlich mit diesem Setup fürs Reisen gedacht und Reisen geeignet. Die Bereifung, das Fahrwerk bietet Möglichkeiten, alle Formen von Untergrund sprichwörtlich zu erfahren und das auch auf eine zügige Art und Weise. Aber diese GS, das GS steht ja für Geländesport, ne? Macht diesen Namen. Geländestraße. Ich dachte Geländesport. Bist du sicher? Ja. Nun denn, ich bin immer davon ausgegangen, Geländesport. Müssen wir nochmal recherchieren. Also Geländestraße, da haben wir aber tatsächlich aber diese Gewichtung auch schon drin. Ne, weil das Gelände im Vordergrund steht und die Straße hinten dran. Und das ist, denke ich, auch eine Idee und die Mission von BMW gewesen bei der F900 GS, die ja sich grundsätzlich von der Vorgängerin in ihrer Ausrichtung unterscheidet. Unterschied auch für mich in der Wahrnehmung, ich bin ja am zweiten Tag mit dem Motorrad gefahren und das erste Mal draufgestiegen. Da waren die Bedingungen herausfordernd, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Und ich habe mich aber nichtsdestotrotz sehr wohl vom Beginn an auf dem Motorrad gefühlt. Eine Bemerkung muss ich tatsächlich machen. Am Ende des Tages ist mir dann auch aufgefallen, im Vergleich zum anderen Motorrad, mit dem wir unterwegs gewesen sind, ist hier die Sitzbank deutlich straffer. Ein wichtiger Punkt, eben auch sehr breit ausgelegt für, ich sag mal, kleiner gewachsene Piloten natürlich
naja, herausfordernd, wenn es darum geht, an der Ampel mit den Füßen zum Boden zu kommen. 870 mm Sitzhöhe und eine breite Bank. Das ist natürlich schon eine Ansage im Gelände, ist aber die Ergonomie. Du hast es ja gesagt, du bist hinterher gefahren und ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung. Gelungen, würde ich sagen, denn ich habe mich mega wohl drauf gewählt und mega sicher. Total. Also vielleicht noch mal zu der Sitzposition und damit der Sitzbank. Was hier einfach auffällig ist, ist, dass es sehr vorgegeben ist, wie man sitzt. Das heißt, man hat ja eine starke Kuhle, eine starke Wölbung. Das Spielen mit der Sitzposition wird dadurch etwas erschwert, was ich einfach etwas nachteilig finde. Aber ich bin mir sicher, da gibt es im Zubehör auch entsprechende Alternativen, die das dann wettmachen. Zu der Ergonomie und dem Tank im Gelände, super, wenn man dort steht. Dadurch, dass er relativ breit gebaut ist, kann man den sehr, sehr gut in den Beinen auch festzurren. Der Tankrucksack hat jetzt in dem Fall etwas gestört, weil es etwas gebremst hat, sich nach vorne zu lehnen. Das ist aber nun mal in der Natur der Sache. Dafür kann das Motorrad irgendwie auch nichts. Wenn man wirklich konsequent im Gelände unterwegs ist, sollte man den wahrscheinlich aussparen, um hier einfach das Gewicht auch besser nach vorne bringen zu können. Die Lenker im Umkehrschluss finde ich sehr, sehr gut in der Positionierung, egal ob du sitzt oder ob du stehst. Ich bin 1,80 Meter groß, ich glaube, du auch um den Dreh. Ja. Das war während des Fahrens immer sehr angenehm. Gerade auch im Stehen konnte man sehr locker und leichtgängig Druck auf den Lenker bringen, ohne irgendwie in eine komische Körperposition zu kommen. Absolut. Und hier auch nochmal die Geländeausrichtung. Man sieht es auf der Fußbremshebelseite, hat man eben noch die Möglichkeit, eine Erhöhung runterzuklappen, damit man eben beim Stehenfahren noch besser das Fußbremspedal erreicht. Also hier ist ganz klar die Marschrichtung gegeben und die Unterstützung, die das Motorrad bietet, ist nicht nur im Rahmen der Ergonomie und der Grundausrichtung, sondern auch in der Elektronik zu sehen. Wir haben einen sehr, sehr guten Offroad-Modus, der mir mit weniger Offroad-Erfahrung, als es bei dir der Fall ist, sehr, sehr gut getaugt hat. Und ich muss tatsächlich an dieser Stelle gestehen, ich bin ja das erste Mal mit einem Motorrad dieser Art unterwegs gewesen und tatsächlich auch das allererste Mal richtig GS gefahren, auch wenn der Vergleich natürlich zur großen da doch anscheinend nochmal einen spürbar großen Unterschied aufmacht und kann natürlich dementsprechend die Arbeitsweise der Elektronik, vor allem im Offroad-Bereich, nicht hundertprozentig adäquat bewerten, muss aber sagen, dass ich sowohl am Vorderrad als auch am Hinterrad, und wir haben wirklich herausfordernde Bedingungen gehabt mit nass, Schotter, teilweise glitschig, also eher so matschige Bereiche, Spurrillen und alles, was man einfach an Untergrund quasi, also an losem Untergrund erwarten kann, hatten wir im Rahmen der Tour auch. Und ich habe nie ein unsicheres Gefühl gehabt und muss tatsächlich auch sagen, liegt vielleicht auch an der Gesamtkonzept mit der Karo 4-Bereifung in Kombination, hat eigentlich auch so gut wie nie die Elektronik zum Arbeiten bekommen. Also vielleicht sind wir auch nicht schnell genug gefahren in dem Bereich. Also kein ABS im Offroad-Bereich stehend mit viel Gewicht auf dem Vorderrad. Traktionskontrolle ist ja sowieso ausgeschaltet, wenn man im Offroad-Modus unterwegs ist. Also da muss ich sagen, hat mir sehr viel Vertrauen gegeben, sehr viel Vertrauen geschenkt. Also zur Traktionskontrolle, die haben wir schon ein paar Mal arbeiten sehen auf der Straße in nassen und kalten Bedingungen und dabei auch sehr feinfühlig, sodass man das selber überhaupt nicht gespürt hat, hätte man nicht das gelbe Signalleuchten auf dem, wie ich finde, sehr gut bekannten TFT-Display sehen können. Ansonsten hast du total recht, im Gelände hat es das gemacht, was es machen soll. Man kann ja verschiedene Modi dort auch auswählen. Im klassischen Enduro-Modus regelt das ABS dann doch, also ein komplettes Blockieren in der Fahrt ist nicht möglich. Das lässt sich dann aber einstellen durch einen anderen Modus, was ich dann in den Umständen auch sehr, sehr geeignet finde. Bei mir nicht weiter aufgefallen, vielleicht muss man die Sache noch sportlicher angehen, aber ihr seht es ja oder habt es ja jetzt im Verlauf des Videos an den Einblendungen gesehen und seht es auch jetzt, ne, was wir an verschiedenen Bedingungen vorgefunden haben. Und ich denke, wir haben ja so einen, kann man sagen, 50-50, wahrscheinlich nicht ganz, 40-60-40 Straße Offroad und den eigentlich optimalen Mix für das Motorrad gefunden, bin mir aber gar nicht so sicher, ob derjenige, der sich, ich sag jetzt mal, eine GS kauft, in dem Bereich unterwegs ist, das so auszunutzen, wie wir das jetzt gemacht haben. Da muss man, glaube ich, schon, also vor allen Dingen im deutschen Raum, muss man wahrscheinlich schon Flecken suchen, um diese Bedingungen zu finden. Und ich denke, dadurch haben wir eigentlich auch ja, mehr oder minder die optimale Route und das optimale Testterrain für das Motorrad gefunden. Genau das wäre mein Fazit. Ich finde für den deutschsprachigen, nenne ich es mal, Raum mit den Landstraßen, wäre es mir vermutlich vom Fahrwerk her ein bisschen zu straff und kommt dann auch nicht so richtig zum Tragen.
während des Fahrens in Schotter oder sagen wir wirklich sehr groben Untergründen und vor allem im Stehen war ich umso mehr beeindruckt von diesem Fahrwerk. Ich habe es einmal zu dir gesagt, man hört es arbeiten, man spürt es aber überhaupt nicht. Das heißt, wenn man genau hinhört, merkt man natürlich, da kommen Schläge rein. Es arbeitet aber auf den Fußrasten, kommt das eigentlich gar nicht so an. Gleichwohl, die Fußrasten ausreichend Feedback geben, um da mitzusteuern. Aber es fährt mit der Kombination mit den Reifen wirklich einen sehr, sehr sauberen Strich im Gelände. Das fand ich sehr beeindruckend. Sauberer Strich ist der Punkt, auch auf der Straße kann man nämlich auch wirklich problemlos bei zügiger Gangart auf perfektem Asphalt fahren. Hier ist aber tatsächlich für mich die Bereifung so ein bisschen ein limitierender Faktor gewesen, weil man natürlich bei diesem Karo 4 mit dem doch sehr ausgeprägten Profil oder Stollenprofil die Grenzen merkt, dass es eben nicht so massiv sportlich fahren will. Vor allen Dingen beim Nassen ist mir das aufgefallen. Und offensichtlich vom Reifen kommend und nicht vom Motorrad, wenn man ein gewisses Schräglagenniveau im Nassen erreicht, dass du merkst, okay, die Blöcke fangen an zu arbeiten, die Auflagefläche wird geringer auf den Flanken und es fehlt dir einfach der Grip. Also wenn ihr an diesem Motorrad interessiert seid, wäre tatsächlich die Überlegung im Vorfeld zu bestimmen, okay, in welche Richtung möchte ich denn hauptsächlich mit diesem Motorrad fahren. Wenn es eher eine 80-20-Verteilung ist, ist vielleicht eher ein, ich sag mal, Karo Street oder Pirelli Scorpion Street oder STR die bessere Wahl. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, die diese 80-20 Reifen haben. Hier kann man noch große Veränderungen am Motorrad vornehmen. Und das muss man tatsächlich auch sagen, was wir jetzt aufgrund des Hin- und Herwechselns und der knappen Zeit, die wir hatten, nicht wirklich gemacht haben, weder im Gelände noch auf der Straße, ist die Fahrwerksmodifikationsmöglichkeiten zu nutzen. Gabel voll einstellbar, Hinterrad bzw. Federbein, Zugstufe und Federvorspannung, da haben wir keine Hand angelegt. Hier lässt sich mit Sicherheit vielleicht noch Milderung schaffen, was das etwas straffe Ansprechverhalten angeht, durch Einstellungen an Zug- und Druckstufe. Und ja, wir haben tatsächlich auch keine Änderung vorgenommen, war aber jetzt auch nicht nötig aufgrund der Zuladung. Für mich aber trotzdem ein sehr, sehr gelungenes Motorrad und ich wiederhole mich, wir haben ja noch ein zweites Video gemacht zur Aprilia Touareg, die ja das Begleitfahrzeug sozusagen gewesen ist, ähnliche Ausrichtung und ich muss sagen, wir haben beide super viel Laune gemacht. Die BMW hat einen Vorteil, weil sie einfach einen größeren Motor hat, 895 Kubik, 105 PS. Das ist nochmal vor allen Dingen beim Landstraßenfahren ein Zugewinnen will ich mal sagen, die 20 PS, die merkt man dann schon. Aber so von der Grundausrichtung haben mir beide Motorräder so gut gefallen, dass ich mir für solche Geschichten, wie wir sie jetzt gemacht haben, längere Reisen, schon vorstellen könnte, irgendwann nicht mehr ganz so sportlich zu sein und sowas zusätzlich in die Garage zu stellen. Bei dir? Ja, ich bin an der nächsten Sehenswürdigkeit angekommen und das erinnert mich natürlich nochmal an die Kalimoto-App und die Mehrwerte, die diese Handy-Applikation bietet, von Kurvenalgorithmus über einfaches Timen, Planen zu Hause und das Finden von Sehenswürdigkeiten eben. Wie beschrieben, gibt es den Link in der Videobeschreibung, da unbedingt mal vorbeischauen. Und jetzt geht's zum Fazit. Also klar, auf jeden Fall sehr solides Motorrad. Ob es jetzt das werden würde, das sei mal dahingestellt. Ich bin begeistert von den Geländeeigenschaften. Die finde ich bei mir vor der Haustür einfach unzureichend, als dass ich mir dieses Motorrad dorthin stellen würde. Für so eine Reise wie jetzt bis nach Bosnien, zuverlässiger Wegbegleiter. Natürlich, wenn es um die Tourentauglichkeit geht, gibt es bei beiden Motorrädern auch immer Abstriche zu machen, sei es ein Tempomat, der jetzt an diesem Motorrad fehlt, der optional sicherlich bestellbar ist, oder eben auch, was sozusagen die große GS ja hat, das semiaktive Fahrwerk, weil auf solchen hubbeligen Landstraßen wäre ein etwas weniger straffes, etwas weicheres Fahrwerk auf Knopfdruck natürlich sehr, sehr begrüßenswert für lange Strecken. Aber das ist halt eben ein Mittelklasse-Segment, deswegen ist das auch völlig in Ordnung so. Möchte ich bloß mitgeben aus meiner Sicht für solche Touren. Nichtsdestotrotz toll, dass wir dieses Motorrad hier nutzen konnten und auf Herz und Nieren prüfen konnten. Absolut. Also ich bin ja vielleicht auch aufgrund meiner straffen sportlichen Note immer, also ich finde das, ne, das unterscheiden wir uns hier. Also deswegen auch wichtig für euch, dass wir hier diese beiden Eindrücke haben und ja zwei Facetten des Motorrads widerspiegeln können. Denn was du jetzt gesagt hast, hat mir einfach, auch weil ich vielleicht jetzt heute damit gefahren bin und bei nassen Bedingungen vielleicht auch ein bisschen mehr Herz an das Motorrad verloren habe, ist mir das nicht so aufgefallen. Störend, muss ich sagen, ne, dass mir da der Komfort gefehlt hat. Ist, weiß nicht, also da ist mir das Feedback wichtiger gewichtet. Aber das ist tatsächlich jetzt am Schluss auch eure Entscheidung. Dafür sind ja diese beiden Eindrücke und diese beiden Meinungen da. Ich denke, wir sind einmal drum, um das Motorrad
Wir haben über die Ergonomie gesprochen, wir haben über den Motor gesprochen, die technischen Daten habe ich ja sowieso schon im Vorfeld schon erwähnt. Wir haben die Elektronik angesprochen, die sehr, sehr mannigfaltig einstellbar ist. Das ist von Jan schon angesprochen worden über die BMW-Menüführung. Sehr, sehr gut und übersichtlich gelungen. Und ja, Windschutz mit dem Windschild hat mir auch gepasst. Also ich finde es tourentauglich und wie gesagt, die Referenz bei mir Sportmotorräder. Deswegen ist das für mich eh schon mal eine völlig neue Welt. Jan hat dem nichts mehr hinzuzufügen. Nichts mehr hinzuzufügen, ist alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen zum Motorrad habt oder vielleicht auch Punkte, die wir jetzt hier an der Stelle nicht angesprochen haben, lasst sie uns gerne wissen, beziehungsweise mich. Jan ist ja als Gast in Anführungsstrichen nur dabei gewesen. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann unbedingt den Gasgeflüster-Podcast, bei dem Jan ja mein Co-Host ist, reinhören. Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ansonsten für eure Fragen die Kommentare natürlich freigegeben. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like für das Video und ein Kanalabo, denn das könnte für euch super spannend sein. Es wird noch ein Video geben zur Reise an sich, die wir hier nach Bosnien gemacht haben, die verschiedenen Schritte und Etappen, die wir abgeschlossen haben, euch so ein bisschen wiederzugeben und ja, eine Empfehlung zu geben. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und es gibt natürlich noch das Video zu Aprilia Touareg. Findet ihr auch auf dem Kanal. Also jede Menge Stuff für euch und bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal und danke Jan. Danke auch, tschüss.